Das ufert jetzt aus. Das war eine Übergangsfrage, weil jetzt eine Frau zu uns kommt, die sich um die Belange der Kinder kümmert, um unsere kleinen gefiederten Freunde in der Gesellschaft. Die sind doch nicht gefiedert. Und sie bringt den Kindern im ORF-Fernsehen die große, weite Welt bei. Hier ist sie, Fanny Stapf. Hallo. Der Frühling. Ich bin so frühlingshaft heute. Eine Mischung aus Frühling und Haar, Gas weiter geben. Und was möchtest du denn trinken? Ja, Dankeschön. Gerne auch ein Weißwein. Oh, aber kommt das bei den Kindern an? Die Fanny hat Wein getrunken. Ja, vertragen die schon. Tatsächlich stellen viele die Frage, ob ich in der Öffentlichkeit keinen Alkohol mehr trinke. Ja. Weil man weiß ja nicht, ob in der Nähe ein Kind ist. Aber Eben. Ich denke mir, ja, du bist bei den Kindern ganz... Gibst du mir auch einen Schluck Wein? Nein. Ich glaube, es reicht. Du bist in Wahrheit einer der wenigen Corona-Gewinnerinnen im ORF. Weil, du und Fit mit Philipp. Ja, absolut. Weil in der Pandemie wurde, wie hieß das, die Freistunde? Genau, die Freistunde haben wir, warte mal, wie war das, der Lockdown ist quasi beschlossen worden, beziehungsweise dann, dass die Schulen gesperrt werden. Und dann haben wir stolze vier Tage Zeit gehabt, ein Programm auf die Beine zu stellen. Ja. Also 2,5 Stunden Live-Sendung. Und dann Live-Sendung war das? Es war jeden Tag live, 2,5 Stunden und wir durften ja nicht reingehen zu dem Zeitpunkt, weil ja alle ganz so, auf keinen Fall dringend, Corona ist überall und niemand wusste so richtig, was das eigentlich ist. Und schlussendlich haben wir dann versucht, teilweise aus dem Archiv, teilweise mit Handymaterial gedreht, irgendwie diese 2 Stunden sinnvoll zu füllen. Und es war, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit. Wurdest du jemals für eine Romy nominiert oder ist dir diese Schmach erspart geblieben? Ich glaube, da gibt es noch 2 junge Herren, die nominiert waren. Wir waren auch nominiert. Wir waren gleichzeitig nominiert. Wir waren Konkurrenten. Ja. Aber ich war für dich. Philipp hat es dann bekommen. Ne? Ja. Ich war für dich und nicht für Fit mit Philipp. Wir schauen uns jetzt kurz an, wie du das machst, also sozusagen politische Sachverhalte für Kinder zu erklären. Für mich war das ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt verstehe ich alles, was Putin macht, auch besser. Schauen Sie hier, wie Fanny Stapf das macht. Viele von euch haben uns gefragt, wieso der russische Präsident Putin eigentlich nicht einfach verhaftet werden kann. Das ist nicht so leicht, wenn müsste das die russische Polizei machen. Die macht aber nur das, was Präsident Putin sagt. Und er sagt eben nicht, bitte verhaftet mich. Aber es gibt ein Gericht, das Präsident Putin ins Gefängnis bringen könnte. Der Internationale Strafgerichtshof. Das ist toll. Total richtig. Weil genau so ist es. Ich hätte es selbst nicht besser formuliert. Absolut, hast du exakt das gleiche Gewand an. Wann kam das Haarband ins Spiel als Trademark? Das kam schon ganz früh. Mit 15 habe ich angefangen, Haarbänder zu tragen. Und du tragst es immer oder nur im Fernsehen? Immer eigentlich, wobei jetzt ab und zu am Wochenende mache ich dann so haarbandfrei ab und an, aber sonst habe ich es eigentlich erkennt fast immer. Erkennt man dich dann? Ist lustig, letztens bin ich durch den ORF ohne Haarband gegangen und viele haben mich nicht erkannt. Du warst ja ein Kinderstar schon im ORF. Ja, und du hast unter anderem, wir haben auch hier einen Fernsehbeweis, du hast David Copperfield interviewen dürfen mit erstaunlich sattelfestem Englisch. Ja. Oh Gott. Kids for Kids trifft auf einen mutigen Kämpfer gegen die Schwerkraft. David Copperfield. Und in wenigen Sekunden wird er genau hier sitzen, bei seiner Pressekonferenz. When did you fly for the first Wann bist du zum ersten Mal geflogen und wie war's? Das war vor 8 oder 9 Jahren. Es war immer schon mein Traum zu fliegen. Ich habe lange an diesem Trick gearbeitet. Und dann hat es sich genauso angefühlt und auch so ausgeschaut, als wenn du im Traum fliegen würdest. Und das war's von David Copperfield. Aber eins habe ich gelernt, schaut's her. Wow! Super! Toll! Das ist toll. Ich liebe euch. Nein, aber großes Fernsehen. Wie alt warst du da? Ich würde schätzen 11 oder 12. 11 oder 12? Ja, circa. Undenkbar, dass ich mit 11 oder 12 sowas zustande gebracht hätte. Völlig undenkbar. Ja. Und das heißt, das beweist ja nichts anderes, als dass du schon lange im Geschäft bist, aber die Kinder nicht losgeworden bist. Träumst du davon, vielleicht... Mit 60 noch Kinderfernsehen zu machen? Ja, aber weißt du, was ich meine? Ingrid Riegler hat das doch gemacht. Nein, ist natürlich tolle Arbeit, aber du warst ja auch, du warst ja auch bei RTL in Politsendungen. Du warst ZDF-Korrespondentin in... Nein. Naja, du hast dort gearbeitet. Ich war im Korrespondentenbüro vom ZDF. In Washington? In New York. In New York. Aber was ist das Fernziel? Bist du Auslandskorrespondentin werden?
Sehe ich tatsächlich jetzt nicht ganz. Wenn die Herausforderung kommt, ja, I take it. Ja. Aber bezüglich Kinderfernsehen, ich finde die Frage halt so lustig, weil alle das immer so ein bisschen belächeln fast. Nein, ich beziehungsweise so, doch, ich belächle es, ja. Es wird manchmal so ein bisschen belächelt. Ja. Ich nicht. Aber es ist interessant, weil es ja eigentlich so die wichtigste Zielgruppe absolut im Endeffekt ist. Nein, aber du wirst natürlich auch woanders hin. Jetzt sind wir so ehrlich, oder? Ja. Schauen wir mal, was langfristig kommt. Also ich habe tatsächlich... Ich glaube, da kommt so viel. Ja. Du bist ja offensichtlich auch live gestählt. Ja. Du kannst in jeder Situation... jeder Situation umgehen. Apropos, mein Haarband hast du noch nicht probiert. Ja, gell? Probier ich gerne. Ob das Haar reinpasst? Ja, sehe ich, das wird schön. Vielleicht kann ich das Kinderfernsehen übernehmen. Schaut gut aus. Irgendwie will ich. Aber wie bist du... Du warst in der Waltergasse, in dem berühmten Gymnasium, wo quasi jeder, der dort war, heute irgendwas Cooles macht oder gemacht hat, bis er gestorben ist. Sehr lieb gesagt, aber es waren eigentlich eher die Lehrer, die cool waren. Na, aber und Schüler auch. Ja, da waren viele. Notgedrungen. Warst du mit Witasek nicht in der Schule? Ja, er war ein bisschen älter als ich, sieht man ja auch. Ja, ja. Er war zwei Jahre älter. Gunkel war zwei Jahre unter mir. Echt? Ja. Ernst Jandl war Deutschlehrer. Und Stefan Weber war dann Zeichenlehrer. Stefan Weber Jandl war Englischlehrer? Ja, er war ein schlechter Englischlehrer, aber ein interessanter Mensch. Ja, wie schwachsinnig, Ernst Jandl als Englischlehrer einzusetzen. Was heißt Schützengrimm auf Englisch? Sehr nett gelernt. Ja. Ist das Schauspielerische etwas, was dich reizen könnte? Oder bleibst du sozusagen im Reportermilieu? Ich würde es schon ausprobieren, würde ich sagen. Also wenn es sich ergibt, auf jeden Fall. Also so eine Netflix-Sendung. Ach so, das ORF würdest du gar nicht annehmen? Vorstadtweiber-Angebot würdest du sagen, nein. Ich mach Netflix mit. Kennen wir gar nicht als ORF-Moderatoren. Ja, aber ja, so zukunftsperspektiventechnisch schaue ich mal, was kommt. Also ich sage jetzt, weil Kindernachrichten... Noch okay. Gut, also weil ich es halt journalistisch auch wirklich spannend finde. Es ist so absurd, du lernst halt selber, so blöd das klingt, jeden Tag was dazu, wenn du halt die NATO in 20 Sekunden erklären musst. Ja, oder erklär das doch mal. Beziehungsweise was sind Regeln des Kriegs ja. in 30 NATO Sekunden. In 20 Sekunden. Ja, die Mini-ZIP gibt es ja nicht mehr in dem Sinn, ne? Genau, es gibt jetzt die Zipzak-Mini. Ja, ist das Gleiche, nur mit anderem Namen? Nein, nicht ganz. Es ist schon anders. Also es ist von der Länge sind wir kürzer. Wenn ich jetzt noch von der Länge sind wir kürzer, ja. Ja, von der Länge ist ein bisschen absurd, ja. Und es ist schon, also vom Gesamtkonstrukt ganz anders. Also diese gezeichneten Erklärstücke, glaube ich, gab es früher eigentlich auch nicht. Mhm. Und da haben wir eine ganz tolle Grafikerin, die das immer für uns produziert. Bei RTL, da gab es immer so ein Casting. Ich glaube, 500 Leute bewerben sich da. Und du warst, glaube ich, die erste Österreicherin, die genommen worden ist für News. Na, ja, fast. Es geht in die richtige Richtung. Daumen. Es gibt die RTL-Journalistenschule. Ja, genau. Die machen sie alle zwei Jahre und da können, also nehmen sie von 500 Bewerbern 24, glaube ich, sind. Und absurderweise war ich die erste Österreicherin, die durch dieses Aufnahmeverfahren durchgegangen ist und durchgekommen ist. Also es war so ein halbes Jahr hat das gedauert. Musstest du in Köln dann leben? Ja, ich musste in Köln leben. Zwei Jahre lang. Ah, nee. Ist das so war schlecht? Eine Herausforderung. Es ist schon schön. Eine ganz eigene Stadt. Feiern kann man ordentlich mit denen. Ja. Ja, also wenn du vorgehst, würdest du dich als Feierbeast bezeichnen? Na, das würde ich nicht sagen. Du bist immer derzeit gehe ich so 22.30 Uhr ins Bett. Wirklich? Also, ja. Weil, im Ernst jetzt? Weil du so früh aufstehen musst? Ja, aber ich brauche immer 8 Stunden Schlaf. Keine Drogen, kein Alkohol, kein Suff. Ja, Alkohol habe ich ja, aber das jetzt. Ja, das geht jetzt ja, die 2 Zentimeter. Es gibt keine Kindermoderatorin im ORF, die nicht trinkt. Wie viele gibt es denn überhaupt? Wie viele Kindermoderatoren jetzt hier eben? Du bist in einer Familie aufgewachsen mit 3 älteren Brüdern? Ja, einer ist sogar da, wenn es war. Wo wirklich? Sind die anderen? Ja, hat der auch ein Haarband? Die anderen hat jemand sind nicht ein Haarband? Wirklich? Ja, es wo ist dein Bruder? Bei uns in der Familie. Wo ist dein Bruder? Der hier. Ja. Sind die Brüder sympathisch? Sind, ja, natürlich. Aber sind die Brüder auch Haarband, journalistisch ja. tätig? Na, niemand. Also es ist überhaupt bei uns in der Familie. Was machen die niemand Brüder? Journalistisch tätig. War ganz unterschiedlich. Er arbeitet bei der Brauunion, hat viel mit Bier zu tun. Oje, also verlorenes Leben. Ah, ja. Sein Leben nicht auf die Reihe gebracht. Ja, und was machen die anderen? Oder eben schon, das ist eine gute Frage. Ja. Dann der andere ist Jurist. Und okay. der dritte ist im Wirtschaftsbereich. Okay. Also wieso bist du als klitzekleines Kind schon zum Fernsehen gegangen? Wie geht das? Wieso wolltest du das? Freiwillig, meinst du? Wieso ja, na, oder haben die Eltern gesagt, eine von uns muss also, zum Fernsehen? Also Pressure, eine ja. muss bekannt werden. Na, das war tatsächlich, ich habe getanzt und damals hat der Tanzschulenleiter irgendwann vorgeschlagen, so ja, beim ORF gibt es ein Casting für die Konfetti-News.
Die gab es da damals irgendwie noch. Aber muss man ja nicht tanzen? Muss man da die Nachrichten tanzen? Bei nein, ich glaube, der hat die muss man einmal vortanzen. Du hast doch Square Dance. Ich mache eh so viel hast mit du nicht Square Dance? River Dance oder sowas? River Dance habe ich mal bei Kids for Kids auch gemacht. Ja. Ich glaube, da findet man noch ganz viel Schlimmes, wenn man da das haben wir gesehen, das wollten wir dir zuliebe. Nein, das war total lieb. Das war okay. Das war sehr lieb. Grenzwertig. Okay, also und so bist du zum Fernsehen. Aber genau, und der hat mich damals zum Casting quasi mehr oder weniger mitgeschleppt. Und dann war ich bei den Confetti News, da haben sie mich nicht genommen, weil damals eine Tochter von einer ORF-Kollegin genommen worden ist. Nepotismus. Die Riegler-Tochter. Wer? Na, ich... Wer? Sag's, ich spuck's aus. Ich bin auch ein Kind des Nepotismus. Mein Vater ist Ernst Grissemann. Er hat mich. Und aus Imst, oder? Ich hab's ganz alleine geschafft. Ja. Mein Papa ist auch aus Imst. Nein! Ja. Echt? Ja. Du bist ja Tirolerin ja, immer. Ja, so halb halt. Ah, okay. Also jetzt wird sie, das klingt nach Inzucht hier. Das möchte ich alles aus meinem Kopf verdrängen. Du ja, hast es alleine geschafft. Du hast es alleine geschafft. Ich hab's alleine geschafft. Die beiden haben sich raufgebracht. Zwei alte weiße Männer. Zwei alte weiße Männer gegen uns, fresh ja, faces. Liebe Fanny, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Gibt es Pläne, von denen wir noch nicht wissen? Ich würde euch gern ganz kurz ein Projekt vielleicht noch mitgeben. Sehr gern. Jetzt aktuell, nämlich hat das gestartet, gemeinsam mit Mutter Erde. Da bin ich auch in der Jury von diesem Projekt. Das, und das ist ein Mutter Erde, wer ist das? Mutter Erde ist eine ORF-Initiative. Also Mutter Erde, da ist der Erdball gemeint. Das ist ein ich dachte, das ist so wie Mutter Beimer, Mutter Erde. Nein, ich dachte, so wie Muttertag. Okay. Genau, und gemeinsam mit ganz vielen österreichischen Klima- und Umweltvereinen, Naturschutzvereinen, haben sie das Projekt gestartet, wo junge Menschen Texte einreichen können und quasi, was sie sich in der Zukunft wünschen, welche Gedanken sie haben. Ja. Und ab jetzt kann man da Online-Texte einreichen. Und das ist so ein bisschen, weil junge Menschen jetzt die Entscheidungen nicht treffen. Gibt es eine Altersgrenze können, oder darf ich auch was schreiben? Komplett offen, kannst auch was schreiben. Vielleicht schaffst du es auch ins Buch rein. Vielleicht, ich drücke mir die Daumen. Sehr interessant.